So, ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin ein bisschen heiser, tut mir leid, keine Ahnung, ob man es hört. Ja, ich habe mir nur gedacht, ich möchte mal wieder ein Video machen, bevor noch Leute deabonnieren. Nee, ich hatte einfach wieder Lust drauf. Und ja, worum geht's heute? Ihr hört kein Spiel oder sowas im Hintergrund, der Computer läuft zwar trotzdem, weil ich vorher was gearbeitet habe, aber ja. Es geht heute darum, wie ich im Internet unterwegs sein kann oder am Handy oder am Computer schreiben kann. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Nun, es gibt, also ich hatte jetzt letztens mehrmals mit Leuten zu tun, die mir Aussagen zu diesem Thema nicht geglaubt haben. Das ist auf der einen Seite verständlich, aber auf der anderen Seite denke ich mir, da ist einfach noch so viel Aufklärung nötig und wenn nicht irgendwann mal irgendwer damit anfängt, dann wird es niemand tun. Deswegen habe ich mir gedacht, so, du hast die Möglichkeit dazu, also machst ein Video drüber. Ja, erstmal, mein Computer ist ein ganz normaler Computer, also das ist kein spezielles Gerät oder so, der hat nur ein spezielles Programm drauf, das nennt sich JAWS. Und es liest mir den Inhalt, also den Text vom Bildschirm vor, da wo sich der Cursor gerade befindet oder der Mauszeiger, je nachdem. Und dann gibt es noch ein extra Gerät, das nennt sich Braillezeile. Braillschrift ist eben die Blindenschrift vom Louis Braille, einem Franzosen, entwickelt. Und die gibt mir eben diesen Abschnitt, wo der Cursor sich befindet und der mir gerade von der Sprache vorgelesen wird, auch lesbar aus, in Blindenschrift. Und ja, JAWS kann mit so ziemlich allen Programmen relativ gut kommunizieren, weswegen es für mich sehr leicht möglich ist, da auch ja, damit zu arbeiten, wenn man kein Skript zur Hand hat. Ne, ich mache all meine Videos ohne Skript, das merkt man wahrscheinlich, aber ja, passiert manchmal dann. Auf jeden Fall, das ist eben am Computer, mit dem kann ich daher auch ins Internet gehen, mir YouTube-Videos ansehen, kommentieren. Das glauben mir ganz viele nicht, aber es ist möglich. Und ja, am Handy funktioniert es folgendermaßen. Das ist ein iPhone, was ich habe. Jedes Apple-Gerät kann das, was ich gleich erzähle, nur so ganz nebenbei. Und da gibt es ein Bildschirmleseprogramm, das heißt VoiceOver. Und das liest mir dann immer das vor, wo sich auch der Cursor befindet. Im Prinzip wie JAWS am Computer, nur eben das VoiceOver am Handy ist. Ist nicht das gleiche wie Siri. Siri ist nämlich der Sprachassistent von Apple, dem sagst du was, zum Beispiel, was ist ich, ruf Tobias an oder keine Ahnung, dem sagst du das eben, also der Siri, und sie wird dann in deinen Kontakten suchen und wenn sie einen Tobias findet, wird sie ihn anrufen. Also ja, da ist eben der gewisse Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Und am Handy funktioniert es eben genauso. Von Apple, die Programme sind sogar noch barrierefreier als am Computer. So funktioniert Safari zum Beispiel um Welten besser als der Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Die letzten zwei sind sowieso ein Schmarrn, wenn du die mit JAWS verwenden willst. Also, ja. Irgendwas wollte ich noch. Halt mal schauen, wie lange ich rede. 3 Minuten und 45 Such, Videoaufnahme stoppen, Taste. Okay, das war jetzt mal kurz zusammengefasst. Es gibt auch Bildschirm-Zoom-Programme für Handy und Laptop. Die spielen für mich aber keine Rolle, weil ich nichts sehe. Also, ja, deswegen seht ihr auch nichts. Ihr müsst euch das halt alles vorstellen. Trainiert euer Hirn. Also, versucht es. Seht euch das Video zur Not nochmal an, dann kriege ich mehr durchschnittliche Wiedergabezeit, mehr Aufrufe und ihr könnt nochmal versuchen, es euch vorzustellen, sofern ihr das jetzt nicht getan habt. Auf jeden Fall, die Länge passt, glaube ich, ganz gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Teilt das Video, damit ein paar mehr Leute mitkriegen, dass blind nicht gleich blöd ist und dass Blinde zu einigem imstande sind. Ich werde morgen, habe ich vor, da habe ich nämlich die Gelegenheit dazu, muss ich wieder zum Hauptbahnhof, habe ich vor, ein Video zu machen über die Orientierung. Keine Ahnung, vielleicht habe ich bis dahin schon ein paar Kommentare, sofern da Interesse bekundet wird, freue ich mich, dann mache ich es vielleicht länger. Wenn Desinteresse bekundet wird, freue ich mich auch. Die Leute haben kommentiert und ihre Meinung kundgetan. Aber ich mache es trotzdem. Und wenn nichts geschrieben wird, dann freue ich mich nicht, weil, also zumindest nicht in dem Bereich, weil es wurde nichts geschrieben, aber ich werde es trotzdem machen.
Soll so viel heißen wie kommentiert und bewertet bitte und lasst ein Abo da. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Nehmt es mir bitte nicht übel, aber ja, es passiert gerade einiges bei mir und ich habe auch einiges zu tun im Moment, aber ich habe mir gedacht, die paar Minuten nimmst du. Kannst es dann gleich nebenbei hochladen, während du wieder arbeitest. Ja, PC ist für mich ein Arbeitsgerät, aber ja. Sicher. 5 Minuten und 25 Sekunden. Es ist bald zu lang, damit sich die Leute auch zu Ende ansehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr am liebsten seht auf meinem Kanal. Ihr kennt jetzt ja schon ein bisschen was und ja.